Wir sind unser bestes Vorbild. Wir wissen, was zu tun ist, um eine gute Leistung zu bringen. Wir haben einen engen Zusammenhalt momentan, sind spielerisch stark verbessert. Wir haben jetzt 12 Tore geschossen, 9 davon zu Hause, und das sollte uns Vorbild sein. Ich glaube auch, dass das ein richtungsweisendes Spiel ist. Knappe die 23. Und natürlich wäre ein Sieg zu Hause gegen Bayern München was Besonderes, aber wir sollten nicht über den Sieg jetzt sprechen, sondern über die Leistung. Wenn wir eine gute Leistung bringen und das dann zu einem Sieg führt, ja, dann würde das uns natürlich weiteren Rückenwind geben, so auch wie der Heimsieg gegen Augsburg, der deutliche, und vor allem natürlich auch das Derby hat der Mannschaft sehr, sehr gut getan. Vor allem auch die Art und Weise, wie sie das Derby gewonnen hat. Reinhards, Castro und Augusto, das sind ja quasi drei Veränderungen im zentralen Mittelfeld, und diese drei harmonieren momentan natürlich sehr gut. Dadurch setzt sich ein Lars Bender, der ja der konstanteste Spieler bisher war, noch besser in Szene, kann sich noch mehr in die Offensive einschalten. Ein anderer Schürrle setzt sich besser in Szene, hat gegen Augsburg ein Tor geschossen, ein Tor vorbereitet, gegen Köln gute Aktionen gehabt. Ja, es ist eben nicht nur immer der eine, sondern manchmal sind es viele Dinge, die zusammenkommen, und jetzt greifen auf einmal auch viele Dinge, an denen wir lange gearbeitet haben.